Hallo meine lieben kleinen Gaming-Wölfe, yo, ich bin's wieder, euer Cooper, der liebe Gaming-Wolf, yep. Und wir sind wieder bei einer kleinen Runde angezockt. Ich habe mich diesmal für ein kleines Spielchen entschieden, und zwar das Spiel Lost Amber. Wir schlüpfen hier in die Rolle eines kleinen Wolfes, warum ich mir wohl dieses Spiel ausgesucht habe, wer weiß. Ja, und wir haben einen kleinen Begleiter, eine verlorene Seele. Dieser Wolf ist, ja, ein Seelenwanderer. Er hat die Fähigkeit, auch in andere Tiere zu schlüpfen. Und in einer vergangenen Zivilisation müssen wir jetzt gucken, was so passiert ist und uns ein bisschen durch die Welt da schlüpfen. Wir müssen also die Geheimnisse lösen. Es ist ein sehr ruhiges Spiel, aber ich fand es sehr inspirierend und sehr interessant. Und deswegen habe ich gedacht, wir gucken uns das Ganze mal an. Die Wasser leiten uns. Das Feuer befreit uns und das Licht führt uns nach Hause. Das ist euer Weg in die Stadt des Lichts. Schließt ihr eure Augen zum allerletzten Mal, fahrt ihr hinauf in das Licht wie Funkenflug. Willkommen sind jene, die wie wahre Janrana leben. Sie sollen diese Welt als wildes Getier durchstreifen, verglühte Seelen. Hey, komm zurück! Kalani! Entschuldigung, könntest du mir helfen, dass... Oh, hey, du, ich brauche nur jemanden, der... Ist denn hier niemand, der mich verstehen kann? Guten Morgen. Wärst du so freundlich, mir zu helfen? Vielleicht, weiß ich, du hast mich beim Schlafen gestört. Versprochen. Nicht? Okay. Das heißt, ich soll dir jetzt folgen, ja? Es ist ja, ich bin mal so lieb. Etwas okay. Weiter unten. Geh vor. Wieso soll ich vorgehen? Du weißt doch, wo es ist. Ich stecke hier schon ewig fest. Seit ich hier bin, wollte niemand mir helfen. Ist das zu glauben? Ja, weiß ich nicht, aber ich bin so lieb. Des Lichts sein. Echt? Wolltest du? Hast du davon gehört? Ja, weiß ich nicht so genau. Dorthin sollte der Geist eines wahren Janrana hinaufsteigen. Aha. Nach seinem Tod. Ja, habe ich mir schon gedacht. Bestimmt nicht, wenn er lebt. In dieser Kuppel eingesperrt. Ich weiß nicht, warum. Nee, der kann ich dir auch nicht beantworten. Ich habe hier noch was zu erledigen. Oder wollen wir mal rausfinden, was das ist, und ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Amulett damit zu tun hat. Okay, welches Amulett? Hä? Wovon redest du? Du, vergiss nicht, ich bin ein Wolf! Du kannst mir sonst auch so viele Geschichten erzählen. Na komm, wir müssen jetzt erstmal. Müssen wir jetzt ein Amulett finden oder was ist hier los? Ja, ich würde sagen, ich heiße euch erstmal herzlich willkommen bei Lost Amber. Und. Freue mich darauf, dieses Spiel mal mit euch ein bisschen anzuzocken. Wenn es euch gefällt, können wir das gerne auch noch als Projekt weitermachen. Also, ich habe das schon länger und wollte es eigentlich immer mal als Projekt machen, hat aber nie Platz irgendwie gefunden, weil ich derzeit noch mit so vielen anderen Sachen beschäftigt bin. Aber ich habe mir gedacht, so anzocken müssen wir das jetzt mal, weil ich als kleiner Wolf, ich spiele ein Wolf. Ne? Was ist das? Okay, ja, das habe ich mir irgendwie schon fast gedacht, da funkelt so schön, ne? Oh Mann, gut, bist du das? Alter, hast ganz schön abgenommen, Junge. Was soll ich denn da jetzt eigentlich genau machen? Darf ich eine Knochen kauen, ist oder du was? Das Amulett? Ja, ja. Kannst sogar riechen. Und nun? Kannst was ist damit? Du es bewegen? Das weiß ich nicht. Ich versuche mal mit meiner Stupsnase, ne? Vielen Dank. Ja, ja bitte, lass bitte. Mal sehen. Mein Janrana ist ganz schön eingerostet. Was ich denke, du bist einer.
Kalani. Nein, das war nicht mein Name. Wie? Vielleicht sind es gar nicht meine Überreste. Aber der Name kommt mir bekannt vor. Echt? Heißt das, du kanntest den vielleicht? Vielleicht müssen wir den finden. Was? Und ins Licht bringen. Das also. Bist du. Was? Ich? Das Amulett. Das ist Kalani. Oh, okay. Wolf, bist du... Es ist Zeit, dein lang ersehntes Licht zu erreichen. Aha. Diese verglühte Seele benötigt deine Hilfe. Lass dir hiervon auf deinem Weg helfen. Was? Ich bin eine verglühte Seele? Oh, ich bin auch so ein hübscher Wolfi. Oh. Ich hab da so ein Mal im Gesicht. Wo kommt das denn plötzlich her? Wolf, ja? Hast du das? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht genau warst sagen. Du Kalani in deinem vorherigen Leben? Aber das muss ja bedeuten, dass du aus der Stadt des Lichts verbannt worden bist. Du bist die verglühte Seele. Vielleicht kann ich dir helfen, die Stadt des Lichts zu erreichen, wenn du mir hilfst. Ein wahrer Janrana-Geist und eine verglühte Seele. Ja, das machen wir. Seite. Komm, wir sind Partner. Jo, und jetzt geht's auch schon los. Genau. Bruchstückhaft. Ja? Aber ich auch. Zusammen oder gar nicht. Werden wir sicherlich den richtigen Weg finden. Gut, dann werden wir das jetzt auch mal zusammen machen. Gut, wir werden immer lostigern. Mal gucken, wo wir. Oder loswolfen. Gucken, wo wir hinkommen. Jo, dieses Spiel ist übrigens von 2019. Basiert auf der Unreal Engine 4. Und ja, es ist von Mooney Studios. Also, ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt auf dieses Spiel. Es ist natürlich jetzt hier kein actiongeladenes Spiel, sondern eher so wir ein bisschen ruhiger. Wir müssen dich da rüberbringen, wenn wir das zusammen durchstehen. Ein bisschen spirituell? Mal sehen, ob ich dir irgendwie helfen kann. Jo, kannst du mir vielleicht mal eine Brücke bauen oder so? Wäre echt super nice von dir. Bist du wenigstens sowas, also noch was anderem gut als nur sammeln? Hey, Kumpel? Hallo? Wo bist du hin? Kommst du auch wieder? Oh, was sind das denn für kleine Puzzletierchen? Ich habe die beiden hier gefunden. Was sollen die jetzt und machen? Mich da rüber tragen oder was? Sie. Hä? Ja, ja, es leuchtet. Und nun? Ah, halte X gedrückt. Um mich zu konzentrieren, okay? Wolf. Oh, ich bin jetzt das kleine Pelzvieh. Was hast du gemacht? Keine Ahnung. Hab einfach geschnüffelt, mich konzentriert. Du bist ein Seelenwanderer. Und, ach, bin ich das? Oh, hatte ich jedenfalls irgendwie denn mit einmal Schwupps gemacht. Was du gerade getan hast, ja? Nennt man Seelenwanderung. Okay. Vielleicht solltet ihr, wir sollten mehr üben. Komm schon. Ja, das sagt der Name, glaube ich schon, Seelenwanderer. Modebewusst, aber giftig. Ein spezielles Janrana-Rezept machte damit du blablabla. Bla bla. Ja, interessant. Okay, da konnte man irgendwas Interessantes draus kochen. Aber okay, ich muss so irgendwelche Dinge davon einsammeln. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es muss oder ob es nur irgendwie so eine Nebenaufgabe ist oder sonstiges. Jedenfalls, und wenn wir so einen Pilz sehen, werden wir ihn auf jeden Fall mitnehmen. So, pup, da haben wir schon Nummer 2 von 28 und dann kriechen wir hier auch mal bei der. Ist auch richtig, dass ich hier langlaufe, oder? Nicht richtig, doch richtig. Drücke oder das oder das oder das ab und an. Einige Tiere haben komplett kleine, nutzlose Dinge, die sie tun können. Okay, wie zum Beispiel Beeren essen. Hinlegen oder nach Nahrung tauchen. Aha. Okay, also wir können es tun, müssen aber nicht. Das würde ich zumindest auch verstehen, dass es nutzlos ist. Da ich aber nutzlose Sachen mag, fangen wir erstmal an, ein paar Beeren zu futtern. So, da waren lecker übrigens.
Als Wolf hätten sie mir wahrscheinlich nicht so gut geschmeckt, aber so als dieser kleine Wumpi hier, da war das schon ganz nice für mein kleines Bäuchlein. So, aber jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, wo geht's denn hier eigentlich weiter? Gibt's hier oben noch irgendwelche Pilzis oder so wieder? Nö. Dann laufen wir mal weiter in die Richtung. Ich denke, dass wir hier irgendwie irgendwann irgendwo nochmal aus der Höhle raus müssen. Oh ja, da scheint es einen Ausgang zu geben. Ich bin doch auf dem richtigen Weg. Du redest gar nicht mehr mit mir. Kleiner Freund, wie wär's, wenn du mich ein bisschen anleitest? Oh. Hui. Hübsche Landschaft. Joa, dann wollen wir mal aus dem kleinen Wombi wieder raus. Kumpel, die mich hier hält. Okay. Oh, ich der kleine Mann haut Ort wieder ab. Ich kann diesen Ort seit einer Ewigkeit nicht verlassen. Ja, gut, okay. Aber vielleicht findest du eine Möglichkeit. Ja, das kriegen wir schon hin. Bleib mal ganz geduldig, ne? Erstmal müssen wir uns hier die schöne Gegend angucken. So. Kann ich an den Blumen schnüffeln? Nö, kann ich nicht schnüffeln. Die haben kein Schnüffelstück dran. Na gut. Okay, aber ich glaube, ich habe da oben beim Baum irgendwas gesehen. Da sollten wir mal schnell hinlaufen. Oh, warte, da hat was rot geleuchtet. Bin mir aber sicher. Ah, untersuchen wir das mal. Jäger Feuerstein. Okay, ich habe ein Relikt gefunden. Ah, wunderbar, davon gibt es noch einige. Ich glaube, da unten, das Leuchten, was ich da sehe, ist auch schon wieder ein Relikt. Sehe ich hier irgendwo noch Relikte? Nee. Dann wenden wir uns... Siehst du das? Ja, ich sehe das. Feuer? Keine Ahnung. Sehen wir uns das an. Ja, ich will aber erstmal zu dem Relikt und danach gehen wir zu der Rauchwolke. Ne, das ist sicher irgendwas ganz Wichtiges. Bin mir schon ganz sicher. So, also bis jetzt. So. Der kleine Freund scheint uns ja immer ganz gut anzuleiten, wenn irgendwas in der Nähe ist, wo wir hin müssen. Okay. Was ist das? Ich glaub, wir sind Bilder der Vergangenheit? Ja, Wolf, sag ich doch. Machst du das? Ja. Ja, weiß. Siehst du die Amulette? Das sind Janrana, unser Volk. Oh. Kinder des Herrschers. Was glaubst du, wo sie hin wollten? Wenn ich das wüsste. Was ist mit dem? Dem scheint sich gut zu gehen. Banditen? Moment. Das ist Kalani. Wolf, da ist sie. Ich meine, da bist du wieder. Und was habe ich da gemacht? Habe ich die armen Leutchen überfallen? Also bist du ein Bandit. Also, ich bin ein böser Mensch gewesen? Das hier könnte einer der Gründe sein, warum du nicht in der Stadt des Lichts gelandet bist. Oh. Wenn wir mehr über dich erfahren, bin ich mir sicher, dass ich dir hier raushelfen kann. Okay. Was? Wie ist das passiert? War das die Erinnerung? Kann sein auch. Können wir da jetzt einfach durch? Heißt, upp, ja! Du hast einmal durchgestupft. Ich bin frei. Okay. Wolf, ich bin frei. Ja, freu dich. Und ich bin immer noch ein Wolf. Jetzt kann ich dir helfen, den Weg zur Stadt des Lichts zu finden. Gut, dann lass uns mal weiterlaufen. Komm. Bist du? Wolf, deine Erinnerung gerade eben. Wo bist du denn eigentlich? Warum glaubst du, konnte ich sie auch sehen? Ja, weiß ich nicht, weil du mir helfen musst, meine Erinnerung wiederzukriegen. Weil ich weiß eigentlich gar nichts mehr. Ich bin Wolf. Und ich dachte, ich bin einfach nur ein hübscher Wolf. Und jetzt fahre ich mal irgendwie mal was anderes. Oh, ich kann mich fokussieren. Ich habe keine Wumpis geschnuffelt. Das heißt wohl, dass ich wieder so ein kleiner Wumpi werden muss, wa? Oder wollen wir uns doch gleich mal hier in der Gegend umgucken? Hallo, Leute, Kollegen. Ich bin ein bisschen aufgedreht, ich weiß, aber... Das liegt daran, ich bin gerade von einem Wolf besessen. Also, ne? Nicht wundern.
So, wo komme ich denn jetzt hier am Ende raus? Warte. Ui. Ich lauf. Ich hab nichts getrunken. Ich weiß nicht, warum ich so gelaufen bin. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Was ist das denn? So, jetzt bin ich wieder Wolfi. Gut, danke. Oh, du hast dich versteckt. Spiel gerade verstecken. Ich gehe mal lieber wieder weg, bevor der Sucher dich findet, ne? Man, hast du so ein gutes Versteck, da solltest du dich drüber freuen. So. Das ist ein ganz schön enger Berg passiert. Dass du ein Bandit warst? Nee, habe ich nicht gewusst. Das musste ich ganz schön auffühlen, oder? Oh, nö, ja, so ein bisschen vielleicht, ne? Du vorne scheint eigentlich anscheinend erstmal Kopf sortieren. Wie schon gesagt, so aufgewühlt, ne? Sieh mal. Der zweite Erinnerung, sind ja. Sind wohl wieder die Banditen. Jo, ja, die tragen ihre Beute durch die Gegend. Aber wo wollen sie hin? Oh, da war ich. Jetzt habe ich mir selbst am Popo geschnuppert. Kuch kommt mir trotzdem immer noch nicht bekannt vor. Können Erinnerungen eigentlich, oder Vergangenheitsbilder überhaupt Gerüche haben? Egal. Wir müssen hier auf jeden Fall weiter. Einfach weiter auf die Anhöhe. Okay, wenn du das hast. Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich schon seit einer Weile nicht mehr. Wo fliegst du eigentlich rum? Oh. Was treibst du? Uiuiui. Ich würde sagen, die schmeißen die Fässer. Viel gibt's hier nicht. Lass uns weiter diesen Weg. Ja. Die schmeißen die Fässer ins Wasser, damit das Wasser die runterspült, damit sie die nicht tragen müssen. So, und dann. Ja, okay, mit LT kann ich runterfliegen. Gut. Muss ich, glaube ich, auch. Ich muss da, glaube ich, in den Wassertunnel rein. Ja, jetzt bin ich ein kleiner Gummel, ey. Was bin ich eigentlich? Haubentaucher? Sieht ein bisschen so aus. Wird ja irgendwie noch cool finden, wenn die auch irgendwie die Bezeichnung der Tiere hier drüber schreiben würden, weil so ganz kann ich das nicht erkennen. Aber hat so ein bisschen was vom Haubentaucher. So, wir schwimmen jetzt mal nicht weiter, wir fliegen jetzt mal. Fliegen ist eine ganz nice Sache. Wenn man das schon mal kann, muss man das auch gleich ausprobieren. So, und warte mal, da hinten, das sieht so hell und leuchtend aus. Das sind wieder so eine kleine Wompies. Okay, aber das täuschte eben. Das scheint nichts weiter Interessantes zu sein. Es glitzert hier nichts, gar nichts. Okay, ich habe aber beim Runterfliegen gesehen, dass hier oben eine Pilz drauf ist. Oh, autsch, au! Ich hab mir das Nabel krumm gehauen an der Wand. Du wollt mich nicht hochlassen. Sag mal, kann ich hier nicht höher fliegen, oder was? Na komm, das wird was. So. Kann ich mit ihm eigentlich auch die Pilz aktivieren, oder geht das nur mit... Ah nee, das geht auch, wenn ich Vogel bin. Und nicht nur als Wompi. So. Wo müssen wir jetzt hin? Da hinten ist die Barriere schon wieder. Würde ich sagen, müssen wir irgendwo in die Richtung. Da hinten sieht das aus, als wenn da so eine kleine Art Weg wäre. Oh. Autsch. Schon wieder. Wir haben den Fluss als Transportmittel für die gestohlenen Fässer benutzt. Ja, habe ich doch gesagt. Ist doch ganz logisch. Mit welchem Ziel? Um sie nicht tragen zu müssen. Oder so weit tragen zu müssen und sie dann später wieder einsammeln zu können und nur noch ein kurzes Stück tragen zu müssen. Das wäre alles so eine ganz logische Vermutung. Da, die Kuppel, die mich festgehalten hat. Ja, habe ich doch gesagt. Sie ist nicht verschwunden. Sie ist nur größer geworden. Ja. Ich kann nicht durch, bis wir sie brechen, Wolf. Ja, ich weiß. Wie haben wir das zuvor gemacht? Wir haben, wir sind zum Rauch gegangen, haben Erinnerungen durchschnüffelt und, dann hat es Knack gemacht und dann durften wir weiter. Also immer wenn ich mehr Erinnerungen dazu kriege, darfst du weitergehen dahin, wo ich hingehen darf. Also, komm, ich laufe mal schnell rüber und, schnüffel mal wieder ein bisschen durch die Gegend. Wo bin ich hier jetzt hingesprungen? Hilfe, ich hänge in den Büsche. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder den Busch vor lauter Blätter nicht.
ist Jacke wie gehüpft und gesprungen wie gezogen. Und ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, wir sind gleich da. So. Okay. Das Banditenlager. Hast du hier gelebt? Würde ich mal vermuten. Wir fokussieren uns mal. Wir müssen gucken, wo es lang geht. Okay. Ja, das riecht schon sehr, sehr vertraut. Ui. Anscheinend warst du ihr Anführer. Okay. Aber war ich der große Macker, ja? Aber warum habe ich Banditen angeführt? Was war das? War ich etwa so gierig? In meinem früheren Leben? Wollte ich unbedingt alles besitzen? Das war aber nicht sehr nett von mir, oder? Wo geht ihr alle hin? Warum lasst ihr mich alleine? Wo gehe ich jetzt hin? Achso, in mein Zelt. Ist das mein Zelt? Wer ist das? Und wer ist das? Die Frage habe ich doch gerade selber gestellt. Wie soll ich das beantworten? Der Name auf ihrem Amulett, da steht Wayla. Aha. Wer ist das? Siehst du? So schlimm warst du gar nicht. Nie? Du hast dich um sie gekümmert. Ich bin mir sicher, dir kann noch vergeben werden. Okay. Hast du das gehört? Das hat wohl geklappt, Wolf. Ja, wohl. Schon, auf zur Kuppel. Ja, warte mal. Ich will erstmal hier noch ein bisschen rumsnüffeln. Oh, nö, ist aber nichts mehr da. Alles weg, löst sich gerade alles in Luft auf. Okay. Dann gehen wir mal zu deiner komischen Kuppel da. Oh, Vorsicht, nicht runterfallen. Könnte gefährlich werden. Kann man hier eigentlich sterben? Kann man hier runter... was falsch machen? Oh, ich bin ein Kolibri! Etappen, um zu... um stiller zu werden. Hui! Oh, mit RT komme ich hoch. Und mit LT runter. Hui! Oh, da oben funkelt so schön. Wollen wir da mal vorbeigucken? Wolf, deine Erinnerung an die Vergangenheit. Ja? Ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich noch hier bin. Okay, kann ich mit denen irgendwas machen? Ich bin dein Seelenführer, um dich zur Stadt des Lichts zu bringen. Ah, okay. Sie müssen gespürt haben, dass Gutes in dir ist. Ja, ich bin eigentlich auch ein ganz Lieber. Deswegen. Okay. Also jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Du sagst mir gerade, ich bin schuld daran, dass du noch nicht weg bist? Mann! Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Tut mir leid. Aber wir kriegen das schon hin, keine Sorge. Was ist das da eigentlich? Kann ich da irgendwas machen? Ich will das untersuchen. Oh. Runter. Jetzt, nein, doch, ja. Ah, ich habe noch ein Relikt gefunden. Also schon 3 von 77. Nicht besonders viel, oder? Na, egal. Und wieso funkelst du so schön? Und egal, wo ich hinfliege, ich kann bei dir nichts machen. Aber du leuchtest so schön, wenn ich dich sehe. Egal. Oh, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal wieder in so ein Wumpi rein. Weil Vogel war, glaube ich, jetzt. Weil Vogel. Nicht abhauen. Kolibri war gestern. Jetzt ist wieder Wompi angesagt. So. Ich fokussiere mich mal kurz als Wompi. Vielleicht haben Wompis auch bestimmte gute Geruchssinne und finden Wege. Aber der Weg ist mir immer noch ein Rätsel. Ich würde mir jetzt sagen, ich hätte gar nicht in den Wompi gemusst. Okay, dann werde ich eben mal wieder Wolf.
sowieso meine liebste Form. Aber ich muss sagen, die Musik ist so schön beruhigend und entspannend. Das ganze Spiel ist irgendwie richtig so... Das ist so ein Spiel, wo man so richtig schön entspannen kann. Wo man so abschalten kann. Jegliche Frustration. Der richtige Weg muss hier irgendwo sein. Bisschen von sich stoßen. Ja, ich würde sagen, da vorne ist das da. Da leuchtet das so schön. Oh, guck da ist Vergangenheit. Hast du gesehen? Da. Das ist definitiv schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Habe ich irgendwas übersehen? Nö. Oh, guck mal, da ist eine eingestürzte Mauer. Irgendwas... Oh, da ist sogar ein Pflaster der Weg. Irgendwas war hier mal. Ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Es wäre unerträglich ohne dich an meiner Seite. Mir geht es genauso. Sieh dir unser Dorf an. Leblos und krank. Wir können nicht länger einfach nur zusehen. Wir müssen etwas dagegen tun. Eine Siedlung. Komm, wir können dort unten sicherlich viel in Erfahrung bringen. Ja, dass wir das können, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, wenn ihr das wollt und so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Natürlich, like das Video. Dann können wir das gerne mal weitermachen. Ich muss sagen, das Spiel ist sehr beruhigend, sehr entspannt. Es macht mir Spaß, es zu spielen. Und so die Geschichte dahinter, hinter dem Wolf, wer er mal war, so langsam zu entdecken. Mich würde es allerdings auch noch interessieren, ob wir irgendwann rauskriegen, wer diese verlorene Seele ist, die mir den Weg leiten soll. Ob ich da auch irgendwo einen Bezug zu kriege. Ist es vielleicht sogar die kranke Person, ich habe den Namen jetzt schon vergessen, ich habe mein Namensgedächtnis, die da im Zelt lag? Konnte sie nicht gehen, weil ich nicht mitkommen konnte? Weil ich böse Taten begangen habe? Weil ich ihr helfen wollte? Fragen über Fragen können wir natürlich nur rausfinden, wenn wir das Spiel weiterspielen. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, also das ist keine Frage. Wenn ihr weitere Videos davon haben wollt, dann Video liken, Kommentar schreiben, ja bitte, und wir können das gerne machen. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, wisst ihr ja, habe ich jetzt glaube ich schon dreimal gesagt, Video liken. Ich fühle mich gerade wie so eine... Ansonsten, ja, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Dann kriegt ihr auch mit, ob wir das Spiel weiterspielen oder nicht. Das ist ganz wichtig. Und ja, ansonsten wünsche ich euch was. Euer lieber Gaming Wolf. Au! Bye, bye!